Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video zeige ich dir zwei besondere Arten von Vektoren. Einmal den Nullvektor und einmal den Gegenvektor zu einem Vektor. Der Nullvektor, wie man sich denken kann, ist ein Vektor, der nur aus Nullen besteht, also dessen Einträge oder Koordinaten nur Nullen sind. Im Zweidimensionalen sieht er so aus, im Dreidimensionalen entsprechend so. Der Nullvektor macht also gar nichts und zeigt einen Weg von Null an. Wenn man den Nullvektor an irgendeinen Punkt ansetzt, kommt man wieder beim selben Punkt raus. Also es gibt keinen Weg, den der Nullvektor zeigt. Es ist sozusagen das Nullelement, wenn man Vektoren sich anschaut. So, dann gibt es noch den Gegenvektor zu einem Vektor. Also wenn ich den Vektor, der Gegenvektor ist der Vektor b zu einem Vektor a. Dann gilt, dass b genau minus Vektor a ist. Das heißt, das Vorzeichen von den Koordinaten muss man einfach verdrehen, umkehren und dann hat man den Gegenvektor. Vektor und Gegenvektor beschreiben beide exakt dieselben Wege, sage ich mal, nur in entgegengesetzte Richtungen. Vektoren werden oftmals gerne als Pfeile dargestellt. In diesem Fall kann man es sich so vorstellen, dass die Pfeile zueinander parallel sind. Das heißt, sie weisen in dieselbe Richtung. Sie sind auch gleich lang, aber sie zeigen in die entgegengesetzte Richtung. So kannst du dir das vorstellen. Vektor mit Gegenvektor addiert, gibt immer den Nullvektor. Also das sind sozusagen Gegensatzpaare, wenn man so will. Noch ein Beispiel dazu, wenn du etwa den Vektor klein a hast mit den Koordinaten 2, 3 und minus 1, dann ist sein Gegenvektor b genau das Negative von a. Das heißt, man dreht hier die Koordinaten, also die Vorzeichen um. Aus 2 wird minus 2, aus 3 wird minus 3, aus minus 1 wird 1. Ganz einfach eigentlich. Hier nochmal diese Vorstellung mit dem Pfeil. Also wenn das hier der Vektor a ist, dann ist sein Gegenvektor dieser Vektor hier exakt gleich lang, exakt parallel, zeigen in die gleiche Richtung oder vermeintlich in die gleiche Richtung, nur entgegengesetzt. Genau, das war's schon zu den zwei besonderen Vektoren. Sei auch gerne beim nächsten Video mit dabei. Bis dann.